ganz, ganz wenig auf Hauptstraßen, fast nur Nebenstraßen. Von dem her, das Beste, was einem Radfahrer passieren kann, dass er hier in der Gegend Rad fährt. Und das war, glaube ich, Werbung pur für den Radsport. Die ersten 60 Kilometer waren relativ locker, aber dann sind wir falsch abgegangen und dann hat uns der Backup wieder an die Mannschaft gebracht und das war gar nicht ohne. Also es war teilweise selbst für mich ein bisschen an die Substanz, aber war eine nette Erfahrung. Ne? Und vor allem, was für mich super war, dass man mal mit einem Profi-Radrennfahrer mitfahren kann. Ne? Rad an Rad oder teilweise am Hinterrad sozusagen, war für mich eine nette Erfahrung. Ja? Werde nächstes Jahr sicher wieder genießen. Wenn ich nicht am Rennrad so fit bin, habe ich probiert mithalten. Es ist mir gelungen bis Kilometer 60, 62. Und dann habe ich gemerkt, also die sind zum Schluss immer schneller geworden. Und mir ist einfach dann die Kraft ausgegangen. Also die letzten 20 Kilometer waren dann schon ein bisschen zart. Dann ist der Gegenwind gekommen und man merkt sofort, wenn man aus der Gruppe draußen ist, dann wird es immer schwieriger mithalten. Und dann hat man den Gegenwind auch noch gekriegt. Also bei Kilometer 62 bin ich abgerissen, aber für das, dass ich wenig mit dem Rad fahre, bin ich voll zufrieden und hat irre Spaß. Das ist die Maria Angerer.